Hallo liebe Wohnmobilfreunde, hier ist der Guido von GNS TV. Ich habe heute ein kleines Video aus Grimma, aus GNS Grimma. Da haben wir einen Hümer in der Werkstatt, der so einiges bekommen hat, unter anderem Solar. Das ist ja im Moment so mein Thema. Da wird es ja auch demnächst auch noch ein neues gerahmtes Modul geben. Das dauert aber noch ein bisschen was, bis März wahrscheinlich. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil wir mit dieser Solaranlage immer einen immens hohen Erfolg hatten. Ja, ich fahre schon 3,5 Jahre mit meinem Lieblingscharisma. Ja, ich stehe auch hier an dieser Stelle in Spanien jetzt genau 14 Tage, heute 14 Tage. Und war da nicht einmal am Strom, das brauche ich auch nicht. Wenn ich jetzt auf meine Uhr gucke, da sind wir auf 100%. Also, Leute, alles richtig gemacht. Ich kann euch diese Solartechnik hier aus dem Hause GNS TV Performance nur empfehlen. Lasst euch beraten, lasst euch ein Angebot machen. Ich blende die ganzen Kontaktdaten nochmal ein und da werdet ihr eure helle Freude haben. Jetzt aber erstmal das kleine Video aus Grimma mit dem Hümer, der unter anderem die Solaranlage bekommen hat. Und da wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei meinem neuen Video. Hier haben wir noch ein schönes Fahrzeug, ein Hümer auf Mercedes-Basis. Warum sind hier keine Kennzeichen dran? Das Fahrzeug ist niegelnagelneu. Ist noch nicht mal zugelassen auf den Kunden, aber der Kunde hatte gleich noch ein paar Anregungen und wollte noch was nachgerüstet haben. Und zwar, er steht vorwiegend in Portugal, ist Portugal-Spanien unterwegs und hat ein sogenanntes Autark-Paket geordert. Das beinhaltete aber leider kein Solar. Es war sehr, sehr teuer, aber es beinhaltete kein Solar, sondern nur, es war eine 95 Amperestunden AGM Batterie drin und dort daneben standen zwei Lithium Batterien. Das ist das sogenannte Autark Paket, was man dem Kunden verkauft hat. Wir gucken uns das Auto mal an. Wie gesagt, nagelneu. Und dann gucken wir mal aufs Dach, was wir jetzt draus gemacht haben. Der Kunde wollte den Platz bestmöglich ausnutzen mit Solarpanels. Da haben wir hier vorne mit einem Small-Modul angefangen. Wie gewohnt in einem Black-Kontakt-Modul. Das ist ein großes Panoramafenster. Da vorne ist die SAT-Anlage verbaut. Viele kleine Fenster. Da ist noch ein Small-Modul. Klimaanlage möchte er keine, deswegen haben wir da hinten noch drei normale Module drauf gemacht. Es dauerte nicht lang, bekamen wir den Anruf, ich möchte auch Internet unterwegs haben. Deswegen gab es hier noch unsere Oyster Connect mit dazu. Das war der zweite Step, der zweite Einbau, nachdem das Fahrzeug schon wieder fertig draußen stand. Das haben wir natürlich gern gemacht. Und haben noch eine Oyster Connect installiert. Und bevor das Fahrzeug vom Auslieferer wieder abgeholt wurde, rief der Kunde nochmal an und sagte, die 95er AGM bitte raus. Macht mir dort bitte eine Lithium rein. Und wie das drin aussieht, wie wir das gemacht haben, das zeige ich euch gleich. So, wir sind jetzt mal ins Fahrzeug gegangen. Wie gesagt, das Fahrzeug ist nagelneu. Hat, glaube ich, 15 Kilometer drauf. Und kam direkt zu uns. Wie gesagt, der Kunde hatte ein Autark-Paket geordert. Und schaute aufs Dach und wunderte sich, warum hier kein Solar drauf ist. Deswegen hat er von uns so viel wie möglich den Platzverhältnissen angepasst Solar bekommen. Und eine Oyster Connect.
Die schlummert hier drin. Ja, sehr schön gemacht. Also. Kann man nicht anders sagen. Hubbett. Leder. Helles Holz. Glanzweiß. Ist schon sehr, sehr hochwertig gemacht. Hier unten in den Fächern ist die ganze Elektronik drin. Und da steht unsere 200 Amperestunden Forster drin. Das ganze System ist angepasst. Die AGM ist raus. Wie gesagt, der Kunde weiß nicht, wann er wieder hier vor Ort ist. Er fährt nach Portugal anschließend. Da ist die ganze andere Technik drunter. Deswegen wollte er das neue Fahrzeug, bevor es zugelassen wird, bestmöglich aufrüsten und dann in Urlaub fahren. Hier sind unsere ganzen Unterlagen, die der Kunde mitbekommt. Und damit will ich mich verabschieden für heute. Fahrzeug ist fertig, Fahrzeug wird morgen abgeholt. Wieder von Mercedes, geht wieder zurück und dann wird es für den Kunden zugelassen und er kann es dann bei Mercedes direkt abholen. Wie gesagt, der Auftrag kam nicht von Mercedes, der Auftrag kam direkt vom Kunden. Mercedes hat das Fahrzeug dann mit Überführungskennzeichen zu uns gebracht. Wir haben das Fahrzeug umgebaut und jetzt geht es wieder zurück. Ja Leute, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ich hatte ja angekündigt, dass wir auch Wohnmobilgeschichten erzählen, dass wir Leute fragen, wie ist es euch gegangen? Leute, die sind zu mir gekommen, Guido, stell dir vor, dann und das ist mir passiert. Wenn ihr da mal irgendwas habt, wer da was erlebt hat, auch jetzt im Winter, wer hat zu viel, wer hat zu wenig bekommen, fühlt sich ungerecht behandelt oder ist über die Maßen hinaus behandelt worden, ja, das ist ja auch ganz normal, ja. Leider sind die negativen Dinge immer die überwiegen, das ist leider so, aber es gibt natürlich super, super, super viele interessante Dinge, die man berichten kann und einfach her damit. In dem Sinne würde ich sagen, wir kümmern uns jetzt wieder um die Technik. Ja, da gibt es ganz, ganz viele neue Dinge zu berichten und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Euer Guido von GNSTV.